8. Mai 2023, Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Frau Kriminaldirektorin Beate Ostertag, Sie sind Chefsprecherin der Polizei Berlin, die heute das würdevolle Gedenken beschützt. Könnten Sie vielleicht was zu dem heutigen Einsatzgeschehen sagen? Es ist ca. 13.30 Uhr. Wie hat sich die Lage bisher entwickelt? Wir sind heute wie auch morgen mit gut 1500 Kolleginnen und Kollegen im Einsatz, um eben verschiedene Versammlungen und Veranstaltungen rund um den 78. Jahrestag der Befreiung zu schützen. So auch die Würde der drei Ehrenmäler. Und bislang heute ist alles friedlich verlaufen und das würdevolle Gedenken kann aufrechterhalten werden. Bevor ich Sie gleich noch etwas zum Eilverfahren fragen möchte, zunächst zur Allgemeinverfügung vom 3. Mai der Direktion Einsatzverkehr. Weshalb war es dieses Jahr nötig, wieder diese ähnliche Allgemeinverfügung zu erlassen wie letztes Jahr? Und vielleicht könnten Sie noch mal die wichtigsten Punkte kurz herausstellen von der Allgemeinverfügung. Wir haben in diesem wie auch im letzten Jahr wieder eine Allgemeinverfügung durch die Versammlungsbehörde erlassen. Im Unterschied zum letzten Jahr, da hatten wir 15 Orte, haben wir uns dieses Jahr beschränkt auf die drei Ehrenmäler und die Umgebung. Aufgrund der Erfahrungswerte auch aus dem letzten Jahr, wo wir das als bewährte Maßnahme empfunden haben. Und letzten Endes geht es darum, eben das Andenken und Gedenken hier auf diesen Orten, wo ja Menschen begraben sind, Soldaten, Soldatinnen begraben sind, aufrechtzuerhalten, damit es eben nicht zu Störungen kommt, zu Konflikten zwischen ukrainischen und russischen Anhängern, die ja ihre Versammlung auch hier im Nahbereich dann durchführen. Und unsere Gefährdungsprognose sagte eben, dass wenn bestimmte Dinge mitgeführt werden von pro-ukrainischen oder pro-russischen Personen, dann könnte das eben Konfliktpotenzial erhöhen. Und deswegen haben wir diese Allgemeinverfügung erlassen. Bis heute haben mehrere Antragsteller Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht angestoßen gegen die Allgemeinverfügung vom 3. Mai. Können Sie aus Ihrer Sicht etwas zu den bisherigen Verfahren sagen? Es gibt eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts, wonach ukrainische Fahnen und Flaggen und auch ukrainische Militärmärsche und Lieder nunmehr genehmigt sind, ausgenommen sind von der Allgemeinverfügung. Das galt zunächst für einen dieser drei Orte. Wir haben das als Entscheidung akzeptiert. Die Rechtsauffassung des Gerichts wich von unserer Gefährdungsbewertung ab. Insofern haben wir das akzeptiert und haben gesagt, dann lassen wir die ukrainischen Fahnen auf allen drei Ehrenmälern zu, und zwar auch an beiden Tagen. Es gibt eine weitere Verwaltungsgerichtsentscheidung, die betrifft russische Fahnen. Und dagegen haben wir Beschwerde eingelegt beim Oberverwaltungsgericht und die Entscheidung dazu liegt noch nicht vor. Darf ich fragen, was waren die Beweggründe aus Sicht der Polizei Berlin gegen die Entscheidung, die ukrainische Fahnen erlaubt, keine Beschwerde einzulegen? Und weshalb hat man dann gegen die Entscheidung, die russische Fahnen erlaubt, Beschwerde eingelegt? Also vielleicht, wenn Sie diese zwei Fragenkomplexe noch beantworten könnten. Ich kann natürlich jetzt der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts nicht vorgreifen, nur sagen, was uns veranlasst hat, dann eben doch eine Beschwerde einzulegen. Das ist, dass wir an unserer Gefährdungsbewertung festhalten und das Konfliktpotenzial, was eben von russischen Fahnen und sowjetischen Fahnen ausgeht, insbesondere im Zusammenhang mit dem St. Georgsband, was ja in Teilen dann auch die Billigung von des Angriffskriegs strafrechtlich zu würdigen wäre. Insofern haben wir an der Stelle unsere Gefährdungsbewertung aufrechterhalten und deswegen Beschwerde eingelegt. Und darf ich nochmal fragen, weshalb hat man aus Sicht der Polizei Berlin keine Beschwerde eingelegt gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts, dass ukrainische Fahnen erlaubt sind? Die wurde ja akzeptiert, diese Entscheidung erstmal. Wir haben uns die Begründung des Verwaltungsgerichts angeschaut und haben gesagt, dass wir diese Begründung so dann eben mittragen und dagegen nicht vorgehen werden. Es war jetzt in der Presse zu lesen, unter anderem im Tagesspiegel, dass die sogenannten Nachtwölfe vorhaben, nach Berlin zu kommen und hier aufzutreten im Rahmen der Gedenken am Tag
der Befreiung vom Nationalsozialismus. Da war zu lesen, dass die Polizei Berlin die Nachtwölfe begleite. Vielleicht könnten Sie das noch ausführen? Es ist angekündigt, dass die Nachtwölfe, und zwar die deutschen Nachtwölfe, am morgigen Tag nach Berlin reisen wollen und hier eben auch Kränze niederlegen wollen an den drei Ehrenmälern. Und das werden wir zulassen, wie wir das auch bei anderen Personen zulassen. Es handelt sich nicht um eine Versammlung und insofern haben wir das im Blick, aber auch diesen Menschen steht ein würdevolles Andenken und Kranz niederlegen natürlich zu. Und können Sie diese Presseberichte bestätigen, wonach die Polizei Berlin eben diese Nachtwölfe auf Schritt und Tritt verfolgen, in Anführungszeichen, möchte oder begleiten möchte, sagen wir begleiten möchte, so hat man, glaube ich, berichtet bisher in der Presse. Wir führen Maßnahmen durch, wie das erforderlich ist. Wenn hier mehrere Menschen mit einem Motorrad durch die Stadt fahren, muss man halt gucken, ob hier Verkehrsmaßnahmen erforderlich sind. Und ansonsten begleiten wir das, wie auch bei allen anderen Personen, die heute und morgen die Grenze niederlegen oder Versammlungen durchführen. Und wird sich die Polizeipräsidentin Dr. Slowik auch mal den Einsatz heute oder morgen anschauen? Ist das geplant oder wird sie auch mal zugegen sein persönlich, wie sie es ja auch am 1. Mai getan hat? Dazu liegen aktuell keine Erkenntnisse vor. Für den heutigen Tag ist es, glaube ich, nicht beabsichtigt. Was am morgigen Tag ansteht, kann ich aktuell noch nicht sagen. Und wie blicken Sie jetzt noch auf die Tage heute und morgen? Also Sie haben ja gerade schon gesagt, wie viele Beamte im Einsatz sind. Soweit ich weiß, ist es ja bisher ruhig und friedlich geblieben. Es ist friedlich geblieben heute, es gibt keine Störungen und genauso soll es auch weitergehen, denn das ist beiden Tagen gerecht, 78 Jahre nach Kriegsende. Wollen wir es genauso friedlich haben. Vielen herzlichen Dank.